Hallo und herzlich willkommen zu dieser Hive-2-Tutorial-Serie. In dieser achten Folge geht es um den ARP und den Sequencer von Hive. Was du damit machen kannst und wie du den einstellst, das erkläre ich dir jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, da sind wir wieder bei dem Hive 2 und damit wir was sehen, mache ich den jetzt mal so richtig ordentlich groß. So, einfach mal über den gesamten Bildschirm. Ist einfach schön in die Mitte, nicht ganz in die Mitte, weil ich brauche den hier, die ADSR-Kurve hier so ein bisschen. So, der ARP-Sequencer hier in dem Hexagon ist aufgeteilt, ich würde mal sagen, so ganz grob in drei Teile. Und einmal hier ist das die Timebase, dann ist es hier der ARP, also der Arpeggiator, und dann ist es hier unten der Sequencer mit allen Optionen. So, und damit das irgendwie hörbar wird, mache ich hier mal Sustain runter und muss einen dieser beiden Optionen einschalten, weil sonst höre ich nur diesen Ton hier, das machen wir ein bisschen weicher. Dann höre ich nur einen Ton, also das heißt, alles ist ausgeschaltet eigentlich. Und jetzt schalte ich den Arpeggiator an und dann kommen natürlich diese ganzen Optionen zum Tragen, die ich auch gleich erkläre. Aber ich lege hier mit dem Timebase los. So, bei dem Timebase gibt es diesen Sync-Button und der Sync-Button wird in dem Handbuch beschrieben als, wenn der gedrückt ist, werden die Geschwindigkeiten vom ARP und vom Sequencer ganz nach dem Host-Tempo, nach dem Tempo der DAW eingestellt. Und ganz ehrlich, habe ich keinen Unterschied gefunden, beziehungsweise ich konnte es nicht provozieren, dass ich irgendwie eine unterschiedliche Geschwindigkeit hier nehmen konnte, beziehungsweise ARP und Sequencer sind nicht vom Tempo der DAW abgewichen, auch wenn das nicht eingestellt war. Wenn ihr wisst, wie man das macht, ich habe da jede Menge recherchiert und mir auch andere Beispiele angeschaut und versucht, das irgendwie nachzumachen. Entweder war das eine andere Version und hier ist das einfach grundsätzlich so gesynkt oder ich weiß es nicht. Da wäre ich ganz glücklich, wenn ihr mir sagen könnt, wie ich das provozieren kann, weil unter Umständen wäre das ja auch eine Option, die man ganz gerne provozieren würde. So, bei dem Timebase an sich kann ich hier einstellen, Linksklick drauf, zwischen 32, 16, 8 und Viertel. Und mit dem Multiply kann ich hier einfach die Geschwindigkeit ändern von 50% auf 200%. Mit Doppelklick komme ich wieder zurück. Mit einem Rechtsklick, wie bei jeder Option, kann ich das hier festlegen, sodass bei einem Preset-Wechsel dieser Wert nicht verändert wird. Machen wir hier weg. Und dann gibt es noch den Swing. Und der Swing, ja, da kannst du einfach den Swing einwählen. Und das geht eben mit gedrückter Maustaste hoch und runter schieben oder mit dem Mausrad hier drüber etwas feiner. So, das ist die Timebase. Und jetzt kommen wir einfach rüber zu dem ARP. Und der ARP hat verschiedene Optionen. Das eine, gehen wir hier auf der linken Seite hier los. Das eine sind die Oktaven. Das heißt, wenn ich jetzt einen Akkord drücke, machen wir einen höheren Akkord hier, spielt er das Ganze nur in einer Oktave. Oder wenn ich eine Oktave runtergehe hier. Und ich kann mit einem Linksklick, kann ich hier zum Beispiel bis zu 4 Oktaven einstellen oder mit dem Mausrad natürlich. Und die Reihenfolge, die richtet sich natürlich auch nach diesen Optionen hier, zu denen ich gleich komme. Dann gibt es hier noch den Clock Divider. Und der Clock Divider macht nichts anderes, als dass er die Geschwindigkeit des ARPs durch 1 teilt, also das heißt, es ist die Geschwindigkeit der Timebase, oder durch 2, dann ist es nur noch die Hälfte der Geschwindigkeit, 4, 8, 16. Das ist deshalb da, damit man, wenn zum Beispiel ARP und Sequencer gemeinsam laufen, dass man den ARP zum Beispiel in einer anderen Geschwindigkeit, in einer langsameren Geschwindigkeit laufen lassen kann, sodass man einfach zusätzlichen Effekt erzeugen kann. So,
Dann gehen wir hier auf die rechte Seite bei den Direction. Und bei den Direction gibt es auch unterschiedliche Optionen. Es gibt einmal Played, also das heißt in der Reihenfolge, in der ich die Tasten gedrückt habe. Also wenn ich jetzt einfach die, sagen wir mal, die mittlere, dann die untere und dann die obere drücke. Gehen wir von den Oktaven hier runter. So, ich erst die obere, dann die untere, dann die mittlere. Oder nehmen wir einfach mal vier Noten. Ich gehe jetzt einfach unten, oben, dann zweite unten, zweite oben. Das Prinzip ist, denke ich, einfach mal klar. So, und dann gibt es hier ab. Das heißt, es geht einfach aufwärts. Dann gibt es down. Das heißt, es geht abwärts. Und das wird natürlich immer wieder wiederholt. Dann gibt es Up and Down, also hoch und runter. Und dann gibt es Up and Down 2, da wird immer die unterste und die oberste Note nochmal wiederholt. Und dann gibt es Random, das heißt, dann wird einfach zufällig den gedrückten Noten gespielt. So, und wenn ich dir halt die Oktaven hier hochdrehe, ist das dasselbe in Grün nochmal. Ich stelle das hier jetzt mal einfach auf ab. Und mit den Oktaven ist das jetzt auch nochmal so eine Geschichte bei der Order. Nämlich es gibt hier unterschiedliche Orders. Es gibt hier Serial, Round, Leap und Repeat. Und bei manchen dieser Order, also dieser Sortierung macht das einen Unterschied, ob ich nur die ersten zwei Oktaven, die erste oder die ersten zwei Oktaven spiele oder die dritte und die vierte. Bei manchen macht das nämlich keinen Unterschied, wenn ich nur irgendwo in den ersten zwei Oktaven bleibe. Das heißt, man hört dann erst einen Unterschied ab drei und vier Oktaven. So, Serial haben wir schon mal gehört, das wird alles nacheinander gespielt. Bei Round, ich drücke wieder nur drei. Noten. Im Gegensatz zu Serial. Serial geht immer, spielt die Noten durch, geht in die nächste Oktave, geht in die nächste Oktave, geht in die nächste Oktave. Und dann fängt es wieder ganz von vorne an. Bei Round ist das so. Fängt auch wieder an, spielt die Noten, erste Oktave, zweite, dritte, vierte Oktave, aber dann geht es von der vierten quasi von vorne nochmal zurück. Also immer so ein Sprung zur ersten Note, spielt die Oktave durch, dann eine Oktave drunter, spielt die Oktave hoch und so weiter. Okay, und bei der Order Leap. Spielt immer bei den drei gedrückten Noten die erste Note, geht dann alle vier Oktaven durch, spielt dann unten die zweite Note, geht wieder alle vier Oktaven durch und spielt dann die letzte Note und geht wieder alle vier Oktaven durch. Und dann gibt es noch Repeat. Und das wiederholt einfach die Leap nochmal. Und dann gibt es Restart. Und Restart kann man schön diesen Fluss, dass der Arp sich einfach nur quasi nur wiederholt, unterbrechen, sodass ich sagen kann, okay, ich drücke jetzt hier einfach nur drei Noten und sage einfach dann, ich stelle das jetzt einfach mal während des Spiels so ein bisschen um, nach vier Noten starte mir den Arp einfach neu. Das ist wie so ein abgebrochenen Arp, der da einfach neu getriggert wird. Thank you.
Das Ganze kann man ja auch mal ein bisschen schneller hier machen. So, das heißt, hier kann man schön das Ganze nochmal irgendwie durchbrechen und eine schöne Rhythmik da auch nochmal reinbringen. So, und dann gibt es den Sequencer. Und bei dem Sequencer gibt es natürlich diese Modi off. Off ist natürlich, ist aus, da passiert gar nichts. Und dann gibt es den Mod-Modus. Und bei dem Mod-Modus sieht man ja, wenn man hier umschaltet, gehen hier die Lichter an, aber eben nicht alle. Und es geht halt nur hier in der Mod-Sektion etwas an. Aber bevor ich jetzt auf die Mod-Sektion nochmal genau zukomme, gibt es diese beiden Parameter Steps. Da kann ich einfach sagen, wie viele Steps der spielen soll. Da sehe ich, dass der Sequencer einfach nur hier langläuft. Man hört nichts, weil ich hier das Sustain runtergedreht hat. Und ich kann das jetzt natürlich von den Steps sagen, ich will jetzt nur hier die 2 laufen lassen und dann laufen nur hier die 2. So, und zu dem Shift-Parameter komme ich jetzt gleich nochmal. Beziehungsweise mache ich das vielleicht einfach gleich. Ich kann hier einen Wert reindrehen. Und was mit dem Wert passiert, das mache ich gleich, das erkläre ich gleich nochmal. So, und hier machen wir jetzt einfach mal hier Steps, also dieser gesamte Block. Und hier drehe ich einen anderen Wert rein, einen vielleicht nicht alles mit 9, machen wir einfach hier 42 und hier 9. So, mit dem Shift-Parameter kann ich die quasi hier im Kreis rotieren. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel hier die vollen 16 Steps des Sequencers belegt habe mit unterschiedlichen Werten und merke, Mensch, irgendwie habe ich mich genau um eine Stelle vertan, zum Beispiel, dass ich nicht auf der 1 anfange, sondern das, wo ich eigentlich eine Modulation oder irgendwas habe, das fängt jetzt erst bei der 3 an. Dann kann ich das komplette, ich mache das jetzt einfach nur hier mal mit den 4, weil ich nur 4 Steps eingewählt habe, kann ich das nach rechts durch rotieren. Das heißt, alles, was hier hinten rausfällt, kommt hier vorne wieder rein oder nach links. Alles, was dann hier rausfällt, kommt hier wieder rein. Ich mache das mal langsam. Achtet mal einfach auf diese 42, auf die 9. Ich schiebe das jetzt einmal nach rechts und dann kommt die 9 links wieder rein. Ja, wenn ich jetzt einfach hier durchdrücke, sieht man, wie das schön hier durchrotiert. Und das gilt natürlich auch für die anderen Zahlen. Jetzt hier mal noch irgendwie, damit da einfach ein bisschen mehr los ist, wird das einfach schön hier durchrotiert oder eben in die andere Richtung. Das heißt, auch wenn ich was Schönes eingewählt habe, kann ich mit dieser Rotation einfach ein bisschen rumspielen, gucken, habe ich da vielleicht irgendwas Interessantes eingewählt, aber vielleicht in einer anderen Reihenfolge ist es interessanter. Mag so durchaus sein. So, machen wir das hier wieder auf 0, wenn ich die 0 finde. Und hier mal alles wieder auf 100%. So, und wir sind jetzt eigentlich hier bei dieser Mod-Einstellung. Und die Mod-Einstellung ist eine Modulation und die Modulation wirkt sich hier mit diesem Mod-CC aus. Und bei dem Mod-CC kann ich hier verschiedene Modulationsquellen quasi triggern. Das heißt, ich kann hier die Modulationsquelle Control A, Control B, Mod Wheel, Pitch Wheel oder Pressure triggern. Ich nehme jetzt mal Pitch Wheel und die anderen Modulationsquellen, die kennt ihr ja sicherlich noch von den anderen Videos. Das sind hier unten Pitch Wheel, Mod Wheel, Pressure und dann gibt es hier Control A und Control B. Und das Ganze könnt ihr natürlich dann hier unten auch in der Matrix einwählen. Und wenn ich jetzt hier das Pitch Wheel nehme, dann muss ich mir auch nochmal angucken, was bei dem Pitch Wheel hier unten eingestellt ist. Und da sind 2 Halbtöne eingestellt. Das heißt, diese Prozentangaben, die ich hier habe, würden sich jetzt nur auf 2 Halbtöne beziehen. So, und jetzt kann ich hier natürlich draufklicken und sagen, nee, ich will hier eine ganze Oktave jeweils. Ich könnte natürlich auch noch wesentlich mehr machen und stelle jetzt an Schritt 3 zum Beispiel 100% ein
Und bei Schritt 4 50%. Ja. So. Hier mal wieder schön auf die Vollansicht, weil eingestellt haben wir jetzt das Pitch-Wheel ja schon. So, das heißt, wenn ich jetzt spiele und ich hier vielleicht noch das Sustain hochdrehe, damit der Ton auch gehalten wird, wenn ich ihn halte, wird durch den Sequencer einfach das Pitch dann hier um eine ganze Oktave hochgezogen, hier um eine halbe Oktave. Und das kann ich eben mit dem Pitch Wheel hier machen. So, der Sequencer, der reagiert normalerweise auch auf Velocity, wenn ich hier die Velocity einschalte. Also je nachdem, wie hart ich die Taste drücke. Aber es gibt hier noch einen Dynamic Velocity. Sollte das vielleicht so machen, dann habe ich das System hier gleich im Zugriff. So, und dann gibt es hier noch das Dynamic Velocity. Und das Dynamic Velocity kommt dann erst zum Einsatz, wenn ich hier auf Play drücke. Wenn ich hier auf Play drücke, dann leuchten hier alle Lichter auf. Und das sieht man hier auch schön, dass die dann hier auch aktiviert sind. Das heißt, ich habe hier jetzt einmal Gate, Transpose, Velocity und Mod. Wenn ich hier Dynamic Velocity eingebe, wird hier diese Velocity noch mal extra beachtet. Das heißt, wenn ich die Note relativ ruhig oder ruhig sanft drücke, dann wird die eingegebene Velocity berücksichtigt. Wenn ich das ausschalte, wird diese Velocity alleine berücksichtigt. Das heißt, hier kann ich nochmal steuern, wie diese Werte nicht absolut betrachtet werden, sondern relativ betrachtet werden. Das heißt, wenn ich hier jetzt ganz stark drauf drücke, habe ich im Prinzip das Gleiche, wenn ich das hier mache. Das heißt, ist das aus, wird die Velocity nicht wirklich angenommen, sondern die Velocity, die hier eingestellt wird, wird verwendet. So, gehen wir hier mit dem Gate hier jetzt weiter. Mit dem Gate, da habe ich diesen Regler hier nochmal, kann ich die Ton Länge, auch hier mal noch unterschiedliche, kann ich die Tonlänge beeinflussen, wie bei dem Bitwig-Arpeggiator zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt hier an diesem Prozentregler wird der Ton immer kürzer. Oder andersrum, wird er immer länger. Und dann habe ich hier auf jedem Feld nochmal eine zusätzliche Option. Wenn ich hier nochmal draufklicke, kommt so ein Dach und das bedeutet einfach nur, dass der Ton gehalten wird von hier nach da. Aber das ist mal ein bisschen langsamer, dann hört man das besser. Und wenn ich den nochmal draufklicke, dann wird dieser Ton ausgelassen. Jetzt habe ich hier bei dem Mod, habe ich ja hier nochmal das Pitchband reingetan. Das nehme ich jetzt einfach mal raus, weil in der nächsten Spalte hier steht Transpose. Und da kann ich dann den Ton, na, kann ich den Ton versetzen, zum Beispiel auf plus 7. Das wäre sich jetzt ins Gehege gekommen mit dem Pitchband. Wo ich eigentlich doppelt den Ton transponiere, beziehungsweise transponiere und pitche. So.
Dann, wie schon erklärt, die Velocity und zum Schluss auch nochmal die Mod-Matrix, die ich dann gleichzeitig in diesem Play-Modus benutzen kann, um hier Mod-CC-Werte rauszuschicken. So, und dann gibt es auch noch den Rekord-Modus, und in dem Rekord-Modus kann ich dann einfach die verschiedenen Notenwerte, also Pitchwerte, verschiedenen ja, Notenwerte nacheinander im Step-Recording eingeben. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal irgendwelche Noten drücke, springt er immer weiter und setzt mir automatisch auch den richtigen Pitch. Was jetzt einigermaßen furchtbar klingt. Und wenn ich jetzt eine Note halte, sehe ich hier die ganzen Werte, die hier eingegeben sind. Und so kann ich dann die Werte, ein kompliziertes Muster zum Beispiel, einfach per Noten eingeben, statt dass ich dir hier diese ganzen Werte hier eingebe. Und um das Ganze nochmal zurückzusetzen, gibt es hier auch die Preset-Spalte, wo ich die Sachen kopieren kann, wo ich dann meine Einstellungen sichern kann, mir die ganzen Dateien anzeigen lassen kann, hier auf Init stellen, dann ist hier alles wieder aus und alles auf Reset. Oder ich habe hier verschiedene Presets schon mitgeliefert, wo ich dann, die ich dann auswählen kann. Vielleicht muss man das etwas schneller hier machen. Und machen den wieder hier auf an. So, und jetzt gibt es hier über dem Gate gibt es noch Attack und Decay. Und zu dem Sequencer gibt es noch zwei Modulationsquellen bzw. Parameter. Und das eine ist Sequencer Gate und Sequencer Mode. Und die sieht man, wenn man hier in die Matrix hier unten geht. Hier das aufklappt und man hat dann hier Sequencer Gate und Sequencer Mod. So, ich nehme jetzt hier einfach mal Sequencer Gate und ich glaube, ich muss das jetzt so ein bisschen gerade mal schnell kleiner machen, damit ich überall hinkomme auf einen Schlag. Und der Sequencer Gate, da moduliere ich jetzt zum Beispiel das Cutoff. Mache ich den zu, bei dem Gate, dann sieht man immer jedes Mal, wenn das Gate kommt, macht er hier diese Bewegung. So, und gleichzeitig fahre ich die Resonanz so ein bisschen hoch, damit er so ein bisschen schmatzt und quatscht. Und vielleicht etwas langsamer. So, dann haben wir das hier mal eingestellt, erstmal mit dem Gate. Und dann gibt es die zwei Optionen, Attack und Decay. Und das ist ganz normal wie bei einer ADSR-Kurve einfach. Wenn das spielt, kann ich bei dieser Bewegung, was das Sec-Gate macht, also mit dem Filter den Vor- und Zurückzuschieben und die Resonanz, kann ich einfach das etwas behäbiger machen, also langsamer mit dem Attack reingehen und langsamer mit dem Decay wieder rausgehen aus dieser Bewegung. So, und das Ganze sieht so aus. Ich mache das jetzt mal im laufenden Betrieb. Er wird jetzt einfach behäbiger. Ich mache es jetzt mal noch langsamer. So springt er direkt in die einzelnen Positionen vor und zurück. Und wenn ich das Attack hoch packe, kann natürlich auch noch das Haustempo runterdrehen. Mal so auf 40. Oder noch langsamer auf 20.
So, und das ist jetzt, drehen wir das Ganze mal wieder hoch auf 100 oder irgendwie so in der Richtung. Und das ist eben dieses Segate, worauf sich dieses Attack und Decay bezieht, wo ich das Ganze so ein bisschen verlangsamen kann, beziehungsweise behäbiger machen kann. Und bei dem Segmod kann ich das natürlich auch nochmal hier beeinflussen, wenn ich hier jetzt zum Beispiel Twitch wieder irgendwie anhabe, kann ich quasi mit diesem Mod und dem Segmod kann ich zwei verschiedene Parameter steuern. Zum einen hier mal das Pitch Wheel, wenn ich hier natürlich auch einen Wert eingetragen habe. Und gleichzeitig kann ich dann hierüber sowas zum Beispiel wie den Cutoff nochmal modulieren zusätzlich. So, das ist der Sequencer gewesen. Jetzt schaue ich gerade nochmal, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube erstmal nicht. Das heißt, wir haben hier einmal die Timebase, dann haben wir hier den Arpeggiator. Dann kann ich hier zum Beispiel auf halbe Geschwindigkeit, oder ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller hier auf 16 und den auf Viertelgeschwindigkeit. Hier vielleicht mal nicht 4 Oktaven und das Ganze mal so ein bisschen einfacher hier und ohne Reset. Und wenn ich jetzt einen ganzen Akkord drücke, das heißt, da kann ich jetzt einfach in der Kombination Arpeggiator und Sequencer diesen Sequencer quasi durch die verschiedenen Oktaven durchjagen. So, das war es jetzt nun aber wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich euch noch um Folgendes bitten. Denn das hilft mir und am allerliebsten habe ich das einfach, wenn ihr kommentiert und vielleicht einfach den einen oder anderen Gedanken dazu schreibt. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar schöne Tipps oder ihr wisst zum Beispiel das mit dem Sync-Knopf hier oben, wie man das genau provozieren kann. Auf jeden Fall freue ich mich jedes Mal, wenn jemand schreibt, sehr. Und wenn ihr mögt, schreibe ich euch auch zurück. Auch gar kein Thema. Und dann denke ich mal, das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich sehe euch dann wieder in einem der folgenden oder vorangegangenen Videos. Und bis dahin, bleibt gesund. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.